Tonbeutel.tv wird präsentiert von der DDV Mediengruppe. Sportfrei aus der Energieverbund Arena. Herzlich willkommen bei Tonbeutel TV. Bei uns dreht sich heute alles ums Thema Eishockey. Wir stehen hier in der Nordkurve, an der Stelle, in der in wenigen Tagen die Dresdner Fans, die Dresdner Eislöwen, im Derby gegen Weißwasser nach vorne pushen wollen. Große Veränderungen gab es bei den Dresdner Eislöwen. Es gibt einen neuen Cheftrainer und den begrüße ich jetzt ganz herzlich neben mir, Rico Rossi. Vielen Dank. Und daneben haben wir Florian Proske, den Goalie der Dresdner Eislöwen. Herr Rossi, ich fange als allererstes mit Ihnen an. Sie sind nun schon seit einiger Zeit oder seit einigen Wochen hier in Dresden. Wie haben Sie so die ersten Wochen erlebt? Haben Sie sich soweit in Dresden gut einfinden können? Ja gut, die ersten Tage waren sehr hektisch, weil wir 5 Spiele in 10 Tagen gespielt haben. So ich hatte wenig Zeit, mich wirklich einzuwohnen. Aber sonst habe ich mich alles schon gut und klar in Ordnung. Ja, das ist schön. Sie sind nun in Dresden ein weniger bekanntes Gesicht. Also es gab auch von den Fans Reaktionen. Sie wussten noch nicht so wirklich, was mit ihr anfangen. Allerdings in der DEL sind Sie schon sehr bekannter. Was würden Sie jetzt den Dresdner Fans sagen? Was müssen die Dresdner Fans über Sie wissen? Ja gut, ich bin schon lange im Geschäft hier. Ich bin in Deutschland seit 96, habe ich in die 4. Liga angefangen mit Nordhorn. Und seitdem bin ich immer durch andere Mannschaften, habe ich die Meisterschaft in die Oberliga gewonnen mit Heilbronn, habe ich die Meisterschaft in die 2. Liga gewonnen mit Kassel und ich hoffe, dass ich kein erfolgreicher hier arbeiten. Ja, ich denke, das wünschen sich alle Dresdner Fans, dass sie an diese Erfolge anknüpfen können. Was waren für Sie letztendlich so die Aspekte und die Faktoren, dass Sie dann gesagt haben, okay, ich wage den Schritt und werde Headcoach bei den Dresdner Eislöwen? Well, ich habe meine Hausaufgaben gemacht, wenn die Anruf von Dresdner gekommen hat. Und habe ich hier gesehen, dass das eine sehr jung, hungrige Geschäftsstelle ist. Das hat ein moderner einen Weg zu arbeiten. Und ich glaube, dass mit meiner Erfahrung kann ich schon ein hilfreicher Teil von diesen jungen Geschäftsstelle sein. Und ich habe eine Mannschaft gesehen, wo ich kenne viele Spieler, andere kenne ich nicht, aber habe gesehen, eine Mannschaft, das hat Potenzial zu spielen. Unter den Fans gelten Sie als harter Hund. So, Sie verfolgen so die, ist das Motto Zuckerbrot und Peitsche was Sie am besten beschreiben würden? Ja gut, Leute wissen nicht ganz genau, wie ich bin, weil die sind nicht in die Kabine an dem Eis mit mir. Natürlich habe ich meinen eigenen Weg und meine eigene Philosophie und ich erwarte, dass die Spieler auf meinen Philosophie arbeiten. Aber dass ich ein harter Hund bin, bin ich ein fairer Mensch. Und wenn einer seine Arbeit liefert, dann hat er kein Problem mit mir. Ja, einer, der Sie tagtäglich in der Kabine erlebt, der steht links neben Ihnen, Florian Proske. Flo, du kennst Rico Rossi schon etwas länger. Wie waren für dich jetzt so die ersten Wochen? Würdest du die These, dass er so ein bisschen die Zuckerbrot- und Peitschenstrategie verfolgt, würdest du das bestätigen oder wie ist so dein Eindruck? Ich kenne ja den Rico schon etwas länger. Ich durfte mit ihm in Kassel schon unter ihm spielen. Und also der Rico ist ein Trainer, der sehr fair zu uns ist, der alle Jungs gleich behandelt. Und so wie er es gesagt hat, wenn einer seine Leistung bringt, bekommt er auch seine Chance zu spielen, um sein Können zu zeigen. Und ja, das Training ist natürlich jetzt angezogen worden und das ist natürlich auch nötig. Wir sind momentan in einer Situation, wo wir mehr machen müssen als vielleicht andere Teams. Aber da sind wir bereit, das zu zeigen und das zu machen. Und wir wollen alles umsetzen, was der Rico uns sagt, um erfolgreich Eishockey zu spielen. Ja, du hast gerade schon gesagt, klar war jetzt der Saisonstart sicherlich anders, als sie sich alle vorgestellt haben. Nun, am Sonntag war so die Hoffnung, dass der große Knoten geplatzt ist. Wie wichtig ist es dann, dass man vor allem den Schwung, den man sich Sonntag mit dem Sieg geholt hat, dann vor allem auch mit ins Derby am Freitag nimmt, um den Fans zum einen den Derby-Sieg zu schenken und zu zeigen, hier, wir sind die Nummer 1 in Sachsen, wir die Dresdner Eislöwen. Natürlich sehr wichtig. Also der Rico hat uns vorab sehr gut eingestellt auf das Spiel. Wir haben sehr viele Gespräche geführt und jeder wusste, was seine Aufgabe ist im Spiel. Und wir konnten es, denke ich, ganz gut umsetzen, sonst hätten wir nicht so deutlich gewinnen können. Und natürlich müssen wir jetzt den Schwung mitnehmen. Wir haben jetzt die nächste Herausforderung am Freitag gegen Weißwasser. Das ist natürlich hier, hat hohen Stellenwert in Dresden, das Derby. Und für mich als Weißwasseraner natürlich auch. Ich möchte natürlich gewinnen. Und wir müssen genau da anknüpfen, wo wir am Sonntag aufgehört haben. Wir arbeiten jetzt die Woche daran, um das noch perfektionieren und dann dementsprechend am Freitag vorbereitet zu sein auf das Spiel. Ja, für dieses ist natürlich ein ganz besonderes Spiel, dazu kommen wir aber gleich noch. Herr Rossi, Sie haben eigentlich die perfekte Derby-Bilanz. Ein Spiel, ein Sieg, eine Derby-Siegquote von 100%. Was denken Sie, was wird wichtig sein am Freitag, dass Sie diese Derby-Siegquote auch bei 100% nach dem freiwilligen Tag haben?
Ja gut, wichtig ist, wie die Mannschaft präsentiert sich vom Anfang an. Special Teams spielt immer eine große Rolle in den Spielen. Defensiv müssen wir gut stehen, weil Weißwasser kommt mit viel Druck. Aber wenn wir nicht, das ist nicht nur taktisch. Taktisch muss man spielen, aber man muss sie auch mit der Leistung und dem individuellen Talent von den Jungs spielen. Und das muss man bereit sein, am Freitag das zu tun. Ja, wir haben es gerade schon angesprochen. Flori, für dich natürlich ein besonderes Spiel. Geboren bist du in Bad Muskau, hast dein Nachwuchs großteils ins Weißwasser verbracht. Ist das für dich dann schon ein besonderes Spiel, dass da irgendwie zwei Herzen in deiner Brust schlagen? Es ist ja für dich im Profibereich das erste Derby, was auch gegen Weißwasser geht. Ja, das stimmt. Ja, natürlich. Ich habe meine gesamte Kindheit in Weißwasser verbracht. Habe meine Familie, meine Freunde alle da. Und Weißwasser ist meine Heimat, aber die Eislöwen sind mein Verein, und für die ich auflaufe. Und natürlich stelle ich mich ins Tor oder bin mit ganzem Herzen dabei, um das Spiel zu gewinnen. Und da zählt einfach nur der Sieg. Egal. Ja. Du hast gerade schon erzählt, natürlich auch viele Freunde noch in Weißwasser. Gab es da jetzt vorab das Spiel schon so vielleicht die eine oder andere WhatsApp-Nachricht, so die kleinen Nicklichkeiten, Sticheleien? Oder kommt das vielleicht noch? Nee, es gab schon kleine Sticheleien, aber das ist alles nur Spaß. Wie gesagt, das sind meine Leute, meine Freunde, und da gehört das auch ein bisschen dazu. Ja, jetzt ist nur für dich als Goalie eine besondere Situation. Du siehst das Spiel von hinten ja in einer ganz anderen Art und Weise. Was würdest du an eurem Spiel sagen, was sind eure Stärken, aber was sind auch eure Schwächen? Du hast ja von hinten einen komplett anderen Blick auf das ganze Spiel. Ja, natürlich, unsere Stärken sind, wir haben große Qualität in unserer Mannschaft. Wir haben offensiv sehr gute Spieler, die sehr viel kreieren können, die gute Torchancen erarbeiten können, und hinten sind wir auch stabil. Wir haben gute Verteidiger, die kräftig sind, die mich definitiv vor dem Tor unterstützen. In den Spielen davor hat es halt teilweise gefehlt, dass jemand den Puck oder den Nachschuss vor meinem Tor wegräumen konnte. So sind halt dementsprechend auch die Gegentore gefallen. Aber jetzt am Sonntag haben wir ein ganz anderes Spiel gezeigt, defensiv. Wir standen gut, hatten immer unseren Mann im eigenen Drittel. Und die Verteidiger haben mich so gut unterstützt, dass sie jeden Puck und jeden Nachschuss, den ich gegeben habe, weggenommen haben. Und deswegen können wir mit zwei Gegentoren völlig zufrieden sein. Und so müssen wir weitermachen, dass wir hinten stehen und dem Torhüter oder mir und dem Marco einfach Sicherheit geben. Ja, man muss dazu sagen natürlich, dass du mit deinen starken Saves am Sonntag natürlich zu dem Teamerfolg einiges beigetragen hast. Nun kommen wir nochmal zu einer Frage, die wird am meisten die Fans interessieren. Torhüter werden gerne aufgefordert zu tanzen. Wann wird es bei dir soweit sein? Könntest du ein Versprechen geben, dass es nach dem Derby-Sieg am Sonntag soweit ist, Derby-Sieg am Freitag soweit ist? Also wenn ich am Freitag die Chance bekomme, gegen Weißwasser zu spielen und wir das Spiel gewinnen, würde ich den Fans gerne auch ein Tänzchen zeigen. Also würde ich meine Tanzkünste rausholen und... Ja, ich denke, das wird dann der perfekte Start ins Wochenende für die Fans sein. 3 Punkte gegen Weißwasser, die Nummer 1 in Sachsen, und dann auch Torhüter, Tanzkünste von Florian Broske. Ja. An der Stelle belassen wir es. Natürlich wünschen wir als Team von Turnbeutel TV den Dresdner Eislöwen in der laufenden Saison natürlich noch viel Glück, insbesondere für das Spiel am Freitag. Ich bedanke mich ganz herzlich bei meinen Interviewpartnern Rico Rossi. Vielen Dank, Florian Broske. Vielen Dank. Ja, das war's hier aus der Energieverbund Arena. Bis zum nächsten Mal hier bei Turnbeutel TV. Turnbeutel.tv wurde präsentiert von der DDV Mediengruppe.